Eine alte Überlieferung besagt, als dieser Wald während des Krieges zwischen den Menschen durch ein Feuer niederbrannte, wurde ein junges Pokémon von seinen Eltern getrennt. Aloha! Willkommen zurück zu Let's Play! Schirmdame! Und die Pokémon der schwarzen Edition 2. Wenn du deinen Regenschirm drehst, sieht er aus wie eine Blüte im Regen. Oh Gott, jetzt fangen wir schon mit so einem komischen Text von der Trainerin an, mein lieber Scholli. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir uns auf die Zylinderbrücke begeben und jetzt kämpfen wir uns auf Route 8 durch. Also juhu. Wow, das ist ja mal schon eine schöne bunte Mischung. Oh, ich glaube Regentanz. Das sieht aus, stark nach einem Regentanz-Team aus. Kapaloris hat irgendeine Fähigkeit, die Initiative erhöht. Blitzer kann dann Donner einsetzen durch den Regen. Das wird eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Also werde ich mein Bestes geben, um hier mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Die Frage ist nur, wie ich das anstellen möchte. Ich werde mich vor allem auf Blitzer konzentrieren. Und da versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Ansonsten ist es, glaube ich, eine saubere Sache. Also gut, Doppelkick. Oh, das gibt schon mal richtig Ärger für Pitchlip. Oh, zieht zum Glück nicht so viel ab. Hui. So, Matrifon müsste jetzt dran sein, oder? Ja. Schnipp, schnapp. Blitzer ab. Oh nein, mein Blitzer. Nein, pass auf. Och nö, Volltreffer. Ja, das Wichtigste ist schon mal weg. Jetzt haben wir noch den Kapaloris vor mir und darum mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Der dient eigentlich in dem Kampf jetzt nur als Supporter, so sehe ich das zumindest. Durch seinen Regentanz, den er jetzt bestimmt einsetzen wird. Kapaloris, Kapaloris. Wow. Eisstrahl, was? Das hätte ich niemals gedacht. Rückkehr, auf wen machst du das jetzt? Auf Formeo, okay. Weil eigentlich habe ich ja alles auf Blitzer gerichtet, deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Feldsurfer. Granisekret darf jetzt leider eine Runde aussetzen, aber sei es drum. Hauptsache Formeo ist weg. So, sehr schön. So gefällt mir das. Und Pitchlip holt sich ein paar Kraftpunkte zurück. Dank Überreste. Oh nein, Kapaloris, jetzt musst du aber zeigen, was du kannst. Du bist nicht umsonst die schönste und dollste Ente auf dieser Welt. Und ich habe dich Calimero genannt, weißt du noch? Calimero mit Sombrero. Küken aus Bemero, wie sie wissen, sie mir sehr froh. Hätte ich in irgendeiner Edition einen Luzurzel gefangen, dann hätte ich es Calimero genannt. Ich hoffe, ich werde das nie vergessen. Niemals. Du wirst mich bitte ständig daran erinnern, dass ich mein Lurchi, nicht mein Lurchi, mein Loturzel irgendwann mal Calimero nenne. In einem Let's Play. Clementina heißt die Gute. Hep, aus Rache drehe ich jetzt meinen Schirm und mach dich pitchnass. Wehe, du machst das weh. Okay. Ich dachte schon, die gute Alte macht es wirklich. So, hier gab es so einen kleinen Wald. Das ist, glaube ich, der Eventwald für dieses komische Pferden-Pokémon. Moor von Nevaio City. Hallo, Opa von Nevaio City. Eine alte Überlieferung besagt, als dieser Wald während des Krieges zwischen den Menschen durch ein Feuer niederbrannte, wurde ein junges Pokémon von seinen Eltern getrennt. Probalium, Terrakium und Viridium erkannten, dass es ohne seine Eltern nicht überleben würde und zogen das Pokémon in ihrer Stadt auf. Wie sich dieses junge Pokémon inzwischen entwickelt hat? Naja, es ist ein Einhorn oder sowas. Das wäre krass, wenn das die Eltern gewesen wären. So, hallo, wer sind Sie denn? Oh, hallo, gleich habe ich's. Ich brauche jetzt nur noch die nötige Inspiration. Darf ich mich vorstellen, ich bin ein Angler. Ah, ein Angler, also und wie heißen Sie? Naja, ist doch klar, ich bin Angler Pascal. Haha, und das ist mein Kapuzzi. Ich liebe es, es ist so putzi. Meinen Sie mit putzi putzig? Ja, genau, es ist putzi putzi. Also Kapuzzi putzi. Kapuzzi ist sau cool, ich mag das Vieh irgendwie. Seit wann hat es eine Nase? Damals hatte es keine Nase. Kapuzzi, Kapuzzi, Kapuzzi.
Vaputs habe ich ewig schon nicht mehr gesehen. Wie geil das ist, so alte Pokémon zu sehen. Ich fühle mich gerade irgendwie schön und gut. Vaputzi ist weg. Wapo war aber cooler. Nichts gegen Vaputzi. Okay, dann bist du drin, Quaxo. Gleich kannst du was retten. Quaxo, 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 Quaxo. Laubklinge, Matrifol. Quaxo, Quaxo. Quaxo, 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 Quaxo. Naja, tschüss, Quaxo. Und ein Welser wird in den Kampf geschickt. Na, das ist doch mal das perfekte Pokémon, um mit meinem Matrifol zu kämpfen. Welser! Okay, pass auf, Welser. Mist, jetzt habe ich, glaube ich, die Stimme so ein bisschen verloren. Die Synchro vom Angler. Wie lautet die? Wie geht die? Habe ich sie jetzt drauf? Ist das die Synchro? Ist das die Stimme? Oh, da staunte Welser aber. Oh, dass ich besiegt. Endlich hat mich die Muse geküsst. Mein Haiku ist fertig. Na dann, viel Spaß damit. Dankeschön, bis dann, hat mich gefreut. Mich auch. Ein grünes Stück. Text verstaut grünes Stück in die Itemtasche. Lalala. So. Laufen wir mal hier entlang. Da können wir dann runterspringen. Hier oben liegt lediglich ein Pokéball. Eine Herzschuppe. Mit Sicherheit können wir hier noch mit dem Detektor unsichtbare Items finden, aber das lasse ich ja in diesem Let's Play irgendwie links liegen. Hallo, wer sind Sie denn? Oh, wenn ich einen Trainer treffe, kämpfe ich erstmal gegen ihn. Naja, du hast den Trainer nicht getroffen. Ich habe dich angesprochen. Das ist trotzdem ein Treffen. Darf ich vorstellen, ich bin Angler Ormond. Angler Ormond und mein Krebskorps. Krebskorps, Krebskorps. Oh, ein Krebskorps also. Okay, Playboy, du bist dran. Und nur ein Krebskorps, press auf. Du musst mit deiner harten Schale deine Verteidigung weiter erhöhen. Musst du nicht, ich setze eine Spezialattacke ein. Und nur ein Krebskorps, press auf, Krebskorps. Krebskorps, Krebskorps, Krebskorps. Krebskorps, nein, du bist besiegt. Krebskorps. Krebskorps, Krebskorps. Das wirst du mir bürfen. Ich hab noch andere gute Pokémon in meine Tasche. Und du wirst sehen, was du davon hast. Und ich hab noch ein Quapsel. Ein Quapsel? Quapsel sagt nicht Quapsel. Quapsel, wie süß. Quapsel, 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 Quapsel. Damals hatten die Pokémon noch richtig gute Namen. Quapsel. Was gibt es denn heute? Meistergriff. Oh doch, Echnatoll. Das sind doch keine Namen. Richtige Pokémon-Namen klingen so. Quapsel. Arcani. Shiggy. Bibor. Gengar. Das sind Pokémon-Namen. Und ich... Meistergriff. Echnatoll. Oh doch, das sind keine Namen. Oder Klick. Oder Klick-Klack. Oder Klick-Di-Klack. Was sind das für Namen? Naja, egal. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr auf den Angler konzentriert. Tut mir leid. Schon okay, also so starken Trainer habe ich noch nichts gesehen, Mann. Du bist wirklich unerhört stark. Ja. Die ganze meine Rede, mein Lieber. Aua, aua, aua. Schutz wirkt nicht mehr. Na klar, weiter einsetzen. Liegt doch klar auf der Hand. Ein Sonderbonbon. Setz mal wieder vor der Pokémon-Liga ein. Ich glaube, wir machen noch einmal die Pokémon-Liga, oder? Was meint ihr? Hyper, Hyper Heiler. Hey, ein echter Ranger kennt sich selbst, sein Gegner und die Umgebung. Woher willst du mich kennen? Ich habe dich beobachtet, wie du gegen den Angler gekämpft hast. Mann, ist ein Matrifol stark. Aber glaub nicht, dass du eine Chance gegen mich hast. Los, Cavalanzas! Oh Gott, das sind so Pokémon, bei denen ich nicht weiß, was die für einen Typ haben. Sieht aus wie Stahlkäfer. Cavalanzas. Okay, lass es uns versuchen mit Kreuzschere. Mal gucken, was es bringt. Ah, schade. Immerhin ein Volltreffer. Oh, 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 das geht in die Hose. Zack, zack, sorry.
So, dann rufen wir Granny Secret vielleicht. Nee, rufen wir Smogmog. Smogmog los! Smogmog! Smogmog, wir brauchen schnell eine Attacke von dir. Smog! Flammenwurf! Das sage ich noch in der Stimme Flammenwurf. Als ob Smogmog sprechen könnte. So, Kavalanzos besiegt. Was hat der Gegner denn noch so schickes? Ein Skuntank. Skuntank, Skuntank, Skuntank. Da braucht man einen Boden-Pokémon. Haben wir nicht am Start, rufen wir trotzdem Granisekrä. Ich weiß gerade nicht, ob Steinattacken auch wirkungsvoll sind, aber ich glaube gerade nicht. Aber lass uns das trotzdem mal versuchen. Ranger Parker. Skuntank, ey, der stinkt schon und steht auf dem Wasser. Genauso wie mein Pokémon hier. Felswerfer oder? Felswerfer, da muss ich halt eine Runde aussetzen. Das ist ein bisschen blöd. Egal. Probieren wir es mal. Oh, da wird gebrutzelt. Da wird gebrutzelt. Kastellett! Oh nein, Mann! Mein Skuntank! Pass auf! Das hat es tatsächlich überlebt. Memento Mori, Memento Mori. Oh weia, Skuntank nicht schlecht. Das war ein sehr, sehr kluger Schachzug. Allerdings heißt es ja nicht, dass ich nicht tauschen muss. Wenn du flippst, natürlich tausche ich. Damit kann ich zu dir nur sagen, dass es da gar nicht so ein kluger Schachzug war. Wie anfangs leicht angenommen. Granisekrähe. Zeige uns, was du kannst. Ich meine Smogmog. Smogmog! Ja, Entschuldigung, Smogmog. Smog! So, Matschebombe. Smog! Matschigebombe, Matschigebombe. Na, das hat gebrettert. Auf die Bretter. Ring frei für Smogmog. Alle, alle. Um jeden nur denkbaren Gegner zu kennen, muss man ganz schön auf Zack sein. Richtig. Möchtest du mir vielleicht eine Beere schenken? Hier, das ist für dich. Ich hoffe, du kannst diese Bärensorte damit etwas anfangen oder so. Ja, Prunusbären sind die besten Bären. Okay, wenn wir alle Pokémon kennen, die sich an einem bestimmten Ort aufhalten, lohnt es sich, ein Team zu erstellen, in dem du dort typenmäßig im Vorteil bist, Mann. Meine Lieblingsbeere ist die Salka-Beere, falls sie jemand von euch kennt. Die Salka-Beere ist eine Beere, die im Notfall die Initiative des Pokémon erhöht. Hat man damals von Chirachi bekommen, auf Pokémon, also im Pokémon-Channel in dem Spiel. Anders konnte man sie nicht bekommen, zumindest damals nicht. TM Gift-Hieb, 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 wen könnte ich das denn beibringen? Gift-Hieb. Kann es Matrifol erlernen? Wäre irgendwie witzig. Na, ist auch egal. So. Kalideo heißt es, fällt mir gerade ein. Kalideo oder sowas. Koldeo. Also dieses Einhorn. Das gab es übrigens letztens auf dem Pokémon Day oder irgendwo zum Download. Aber die Chance habe ich irgendwie nicht genutzt. Egal. Pokémon-Trainer knüpfen Freundschaften, indem sie gegeneinander kämpfen. Aha. Und weißt du was? Jetzt, wenn wir gegeneinander gekämpft haben, sind wir auch Freunde. Oh, wer sagt denn das? Ich sag das. Ich bin Naum. Naum. Und das ist mein Hydra-Gear. Hydra-Gear, das klingt wie so ein Waschmittel. Das neue Hydra-Gear. Macht ihre Wäsche. Strahlend weiß. Hydra-Gear. Nur bei ihrem Textblock-Shop. Aha, aha, aha. Das ist so ein. Das ist. Hydra-Gear ist für mich der Ninja der Nacht. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich schaue mir das Pokémon an und denke mir, wow, Ninja der Nacht. Hydra, Hydra-Gil. Oh, es ist weiblich. Hydra, Hydra-Gil. Oh, passt nicht so, ne? Aber dieses tiefe Hydra-Gil passt voll. Käfergebrumm. Es bewegt sich nicht, es brummt einfach nur und besiegt sogar Pitchlip durch ein einfaches Brummen. Hydra-Gil. Okay, Spritzprinz, du musst uns aushelfen. Admurai. So, Spritzprinz, wir brauchen von dir. Ja, was nehmen wir denn da?
Probier es mit Stärke. Was ist denn das für ein Typ? Käfer und was noch? Käfer? Nur Käfer oder? Käferkampf oder sowas? Kann es sein? Stärke! Ein Volltreffer. Heute scheint mein Glückstag zu sein, was Volltreffer angeht. Level 61 erreicht. Und ein Schluck weg. Ja, wir haben leider kein Boden-Pokémon und auch kein Psycho-Pokémon. Schluck weg, Schluck weg. Schluck das einfach weg. Schluck weg, Schluck weg. Was hat ein Schluck weg dafür Muster? Seit wann hat es Muster am Körper? Hatte es nie, hatte es wirklich nie. Seht ihr das? So ein Blümchen und so ein anderes Zeichen. Warum verändern sie die Pokémon in der neuen Edition nochmal? Ich meine, Schluckweg hatte nie Tattoos. Ich verstehe das nicht. Aber kein Millimeter. So, Besicht. Voll und Jans Besicht. Oh, ein Kecleon haben wir noch im Spiel. Kecleon. So ein nerviges Pokémon irgendwie, ich weiß nicht. Steht auf einem Bein. Und versucht, irgendwie so einen Tanz zu machen, zu veranstalten. Ah, wow, was hat das für eine lange Zunge? Fast mein Horn berührt. Kecleon. Kecleon ist auch geil irgendwie. So, voll eklig, das Pokémon. Kecleon. Tieflack, nein, es ist schneller als ich. Nein, Admiral. Na, ich schaue jetzt hier blöd aus der Wäsche, oder? Wie hier einfach knallhart alles besiegt wird. Na gut, Brainledge. Dann zeig du bitte mal, was du kannst. Ich glaube, du kannst mit Felswerfer kurz den Rest machen. Wobei, lass doch einfach Kreuzschild reinsetzen. Das müsste ausreichen. Zicke, zack. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Besiegt. Blablabla. Diese Niederlage. Ich fühle mich, als würde ich ins Bodenlose fallen. Aber du, Naom, sind wir jetzt Freunde oder was? Als Zeichen unserer Freundschaft. Okay, wir sind Freunde. Aber danke für die Prunusbeere. Kein Problem, das ist doch sehr gern. Was ist so gern? Wer genau hinhört, kann das Trapsen und Fiepen der Pokémon hören. Auch das Atmen der Bäume und Sümpfe. Ja, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Egal. Was mir gerade spontan kommt, vielleicht gibt es hier versteckte Lichtungen. Leo95 sagt wieder bestimmt, Tex, du hast hier und da eine Lichtung vergessen. Aber das sagt sie auch zu Recht. Also, das darfst du immer wieder gerne sagen. Und ich weiß, dass ich das sehr, sehr oft einfach übersehe, sag ich mal. Oder ich denke einfach nicht daran. Okay, hier ist wahrscheinlich keine. Und dadurch verpasse ich das dann eben immer. Was eigentlich ziemlich traurig ist. Nö, möchte ich nicht. So, ich würde einfach mal behaupten, dass ich keine Lichtung gesehen habe. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis dann. Sieh einer an, du also, endlich ist es soweit. Jesus ist nur ein Schatten seiner selbst. Ihm sind jetzt völlig die Hände gebunden. Aha, dafür wirst du jetzt büßen. Lass uns kämpfen.